endlich eine vernünftige Belüftung im Camper und das auf Knopfdruck. Luft wird angesaugt und dann hier hinten raus oder eben entsprechend andersrum. Das hat ordentlich Geld gespart, denn das originale Max-Fan-Rollo kostet, glaube ich, 85 Euro. Die Frage ist also, können wir diesen Einbaurahmen wiederverwenden oder haben wir hier gleich ein großes Problem? Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit und gucken, ob der Adapterrahmen auf den vorhandenen Adapterrahmen passt. Moin und hallo, ich bin Dirk von Let's Get Otter hier und heute geht es um dieses Schmuckstück hier. Eine Dachluke mit integriertem Ventilator, der Luft sowohl rauspusten als auch ansaugen kann, der offen stehen kann, obwohl es regnet, den man während der Fahrt benutzen kann und der hoffentlich in die Ausschnittmaße unseres vorhandenen Mini-Hekis überm Bett passt. Denn das ist der Plan. Ich will den Max-Fan an genau die Stelle setzen, wo bei uns ab Werk das Mini-Heki, die kleine Dachluke, überm Bett verbaut war. Und ich bin nicht so hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so funktioniert. Denn ich konnte keinen Bericht finden, wo das jemand schon mal so 1:1 umgesetzt hat, eben im direkten Tausch gegen ein Mini-Heki und vor allem auf einem Ducato-Kastenwagendach, das ja entsprechend diese Sieken und Vertiefungen hat, die vernünftig abgedichtet sein müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass es funktionieren kann. Die Ausschnittmaße sind mit 40 x 40 cm identisch. Die große Frage ist nur, kann ich den alten Einbaurahmen wieder nutzen oder haben wir hier gleich ein großes Problem? Also kann ich das vorhandene Mini-Heki so ausbauen, dass der Einbaurahmen dafür wiederverwendbar ist und passen dann auch alle Maße und die entsprechenden Löcher für die Befestigung? Ganz klar, es gibt passende Adapterrahmen, die man kaufen kann, aber warum viel Geld ausgeben, wenn da ja eigentlich schon ein Adapterrahmen damals verbaut wurde? Ich bin zuversichtlich und das werden wir uns jetzt in diesem Video anschauen, aber als erstes packen wir das Teil mal aus und gucken, was alles so im Karton ist. Als erstes natürlich eine Anleitung, Bedienungsanleitung, Montageanleitung und Schrauben zur Befestigung. Dann haben wir eine Fernbedienung mit einer Wandhalterung, denn der Max-Fan kann per Fernbedienung gesteuert werden. Dazu gibt es hier auch noch zwei Schrauben und Batterien. Dann haben wir zwei Montageadapter. Einmal einen für oben aufs Dach und einer für unten drunter. Und dann haben wir hier das Schmuckstück, den Max-Fan. So ist er geschlossen. Es gibt ihn in drei unterschiedlichen Farben. Das ist die lichtdurchlässigste. Die heißt Tinted. Es gibt auch Smoked, da ist es noch mal ein ganzes Stück dunkler. Und es gibt Weiß, da geht aber, glaube ich, gar kein Licht durch. Schauen wir uns den Max-Fan selbst noch mal einmal ein bisschen genauer an. Von unten, hier ist der Ventilator. Hier ist auch direkt ein Mückennetz, das ist so Blech, davor, dass keine Mücken raus können. Hier ist ein Bedienpanel, on, off, aufmachen, schließen, Luft rein, Luft raus, 10 unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen und Infrarot für die Fernbedienung. Hier ist ein manueller Drehschalter zum Öffnen und Schließen. Heißt, sollte aus irgendeinem Grund mal kein Strom mehr bei der Dachluke anliegen, kann man ihn, ja, wie jede Dachluke normal auch, von Hand öffnen und schließen. Das mache ich schon mal einmal. So. Und dann könnt ihr eben sehen, wie das Prinzip ist. Luft wird angesaugt und dann hier hinten raus oder eben entsprechend andersrum. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir das Teil verbaut bekommen. So, der allererste Schritt ist es, dieses Verdunklungs- und Fliegenrollo abzumachen. Das sind 4 Schrauben. Los geht's. Ja, noch geht's nicht raus. Ich guck mal von oben, ob ich die Dichtung abschneiden kann, ob es sich dann löst.
Das war anstrengender als gedacht. Also dieser Kleber, Dichtstoff, was auch immer Knaus da genommen hat, ist, ich meine, spricht von Qualität, kann man ja auch so sagen, das hält wirklich bombenfest. Aber ja, ich musste ein Gefro-Messer, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, so ein Küchenmesser, was sehr, sehr scharf ist, nehmen, weil meine Cuttermesser immer abgerutscht sind, um den Kleber rundherum abzuschneiden. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Klebereste entfernen und dann schauen wir mal weiter. Gut ist in jedem Fall schon mal, dass der vorhandene Adapterrahmen zum Auffüllen der Siegenvertiefung dran geblieben ist und sich die Dachluke davon lösen ließ. Auch wenn der Kleber bzw. der Dichtstoff etwas hartnäckig war. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit und gucken, ob der Adapterrahmen auf den vorhandenen Adapterrahmen passt. Ich würde sagen, das passt wie die Faust aufs Auge. Aber jetzt kommt noch das größere Fragezeichen. Jetzt hole ich den Max-Fan und schauen wir mal, wie das hier unten so aussieht. Ob wir unser altes Rollo vielleicht auch weiterverwenden können. Das ist ja der Plan. So. Ja. So, als nächstes bohre ich ein Loch in den Holzrahmen, damit wir das Kabel gleich da durchstecken können. Nach dem langwierigen Kleberentfernen habe ich kurz Pause gemacht und irgendwie ist es dann ganz schnell dunkel geworden. Aber ich mache trotzdem weiter, zumindest reinkleben und festschrauben will ich ihn heute noch. Elektrik machen wir dann morgen. Der nächste Schritt ist, diesen Adapterrahmen vorzubohren. Also reinlegen. Dann sind hier 16 kleine Markierungen, die werden wir vorbohren. Das ist ganz besonders wichtig, wenn ihr keine Sieken habt und nicht so einen Adapterrahmen schon da drauf geklebt habt. Nämlich damit ihr durch das Blech durchbohrt und da nochmal Rostschutz auftragen könnt. Das würde ich immer empfehlen, sobald ihr ein Loch in das Dach vom Fahrzeug macht, tragt da ein bisschen Lack auf, tragt da ein bisschen Rostschutz auf, was auch immer ihr da habt, damit euch das nie anfängt zu rosten. Bevor ich jetzt den Adapterrahmen draufklebe, dichte ich noch einmal den anderen Adapterrahmen ab, der ja schon drauf war und drauf bleibt. Und es kann einfach nicht schaden, da nochmal hier ranzugehen. Dann nutze ich auch das gleiche wie gleich zum Abdichten für den richtigen Adapterrahmen, Dekasil 8936. So, und jetzt kleben wir den richtigen Adapterrahmen rein. Ich habe den gerade nochmal gereinigt, genauso wie die Fläche da oben. Und jetzt kommt auch hier ordentlich Dekasil drauf. Zwei Sachen. Der ist eigentlich ein bisschen schwergängiger als Kleber, habe ich mir sagen lassen. Deswegen hatte ich den gerade eine halbe Stunde im Wasserbad, in einem warmen Wasser. Das hat super gut funktioniert, also der lässt sich relativ gut rausdrücken. Und naja, ihr braucht halt auf jeden Fall so ein Teil. Und macht vor allem jetzt Dichtmasse in die Schraublöcher rein, damit da am Ende niemals Feuchtigkeit eindringen kann. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten, los geht's. Ich werde da zwei Bahnen ziehen. So, ich glaube, das sollte dicke reichen. Und jetzt drauf damit. Und jetzt ist ganz wichtig, dass die Schrauben hier links und rechts sind, nicht vorne und hinten, sonst hat man gleich ein Problem. So, hier quillt es schön raus. Jetzt. So, und jetzt die Schrauben. Ich mache die erst kreuzweise, um es gleichmäßig zu machen, und dann alle anderen. Ja, wenn da schön die Dichtmasse rausquillt, sieht man, dass man es richtig gemacht hat.
Und jetzt streiche ich die rausgequollene Dichtmasse noch ein bisschen glatt. Spülmittelwasser ist immer ein gutes Mittel, damit das auch schick aussieht. Naja, einigermaßen schick, hat keiner gesagt, dass ich hier Profi bin. Ich habe die Schraubköpfe jetzt auch nochmal abgedichtet, damit da wirklich nirgendwo Wasser reinkommen kann. Und ob die Dichtnähte optisch was geworden sind, das schauen wir uns morgen im Hellen an. Ein letzter Arbeitsschritt für heute, den Max-Fan da draufsetzen und festschrauben, damit hier kein Loch mehr ist. Denn dann sind wir hier oben auch schon fertig. Das ist der letzte Schritt. Und jetzt muss man den hier ein bisschen runterdrücken, damit die Löcher mit den Löchern innen übereinstimmen. Und hier unten ist so eine Gummidichtung, da wird der Max-Fan quasi dann drauf gedrückt und damit ist das auch dicht. So, das Teil ist drauf, sieht richtig, richtig gut aus, finde ich, auch wenn er noch nicht angeschlossen ist. Aber eine allerletzte Sache will ich dann heute doch noch machen. Direkt die ersten Schwitzefinger-Fingerabdrücke drauf gemacht. Neuer Tag, Zeit für die Elektrik. Und die ist im Grunde überhaupt gar kein Hexenwerk. Aus dem Max-Fan kommt ein einziges Kabel raus, zweiadrig. Und das muss an das 12-Volt-Netz des Fahrzeugs angeschlossen werden. Ich habe mich entschieden, dafür eine 12-Volt-Steckdose anzuzapfen, die wir am Fußende unseres Bettes haben. Dafür habe ich diese Blende schon mal abmontiert. Das war ganz einfach, 5 Schrauben. Ihr könnt schauen bei euch, vielleicht habt ihr irgendwo im Sicherungskasten oder sonst wo noch einen anderen guten Anschluss. Ich wollte eben den hier nehmen. Und das Kabel vom Max-Fan habe ich oberhalb der Deckenverkleidung hinter den Schrank geführt. Dafür einfach ein Loch in den Holzrahmen gebohrt und dann mit so einem Drahtteil, was ich von einem alten Eimer mir zurechtgebogen habe, das Kabel einmal durchgesteckt. Und dann hinten rausgefummelt. Und da oben ist das Kabel jetzt rausgekommen und jetzt verbinde ich es hier mit dem Kabel der 12-Volt-Steckdose. Hier unten ist noch ein Lautsprecherkabel, das ist irrelevant. Und das ist das Kabel. Wenn ich einen Stromdieb hätte, könnte ich jetzt den nehmen. Ich werde einfach Vago-Kontaktklemmen nehmen, also einmal trennen und dann neu verbinden. Und dann sollte es hoffentlich funktionieren. So, verkabelt ist alles. Das Kabel hier werde ich gleich noch da oben reinklemmen und hier ja auch wieder die Blende davor machen und das noch ein bisschen aufräumen. Aber erstmal will ich natürlich wissen, ob es überhaupt funktioniert hat, was ich da getan habe. Wir gehen mal rein. Ich schalte den Strom mal an. Da, oh, er hat schon Geräusch gemacht. Das sieht gut aus. Ah, es wird gerade Luft rausgesaugt. So, das können wir doch umdrehen. Ja, drehen wir mal um. Ja, mega, er läuft an. Oh ja. Ja, mega gut. Ich bin richtig, richtig happy. Endlich eine vernünftige Belüftung im Camper und das auf Knopfdruck. Richtig, richtig gut. Einzige Sache, die jetzt noch zu erledigen ist, hier eine Verblendung vorzumachen, entweder die originale oder hoffentlich unsere vom alten Mini-Hiki, damit wir auch eine Verdunklung haben, ohne die teure kaufen zu müssen.
So, das hier ist die Innenverkleidung, die mit dem Max-Fan zusammenkam. Die kann ich jetzt nicht ganz dran machen, weil das Kabel da jetzt gerade stört. Aber wenn ich das dran mache, habe ich einerseits kein Verdunkelungsrollo, nur das Fliegengitter vom Max-Fan. Und andererseits sehe ich die Schrauben vom alten bestehenden. Und das wollen wir stattdessen dran machen. Und es passt. Das ist in jedem Fall schon mal cool. Ich kann trotz der Schraube hier das Rollo öffnen und schließen. Perfekt. Deswegen mache ich das jetzt mal eben fest und dann schauen wir uns das genauer an. Das alte Rollo passt wieder drauf, perfekt, wir können genauso abdunkeln wie vorher. Das hat ordentlich Geld gespart, denn das originale Max-Fan-Rollo kostet, glaube ich, 85 Euro. Die konnten wir uns sparen. Und das war's dann auch schon. Wie gesagt, ich bin mega, mega happy. Ich habe gerade noch ein bisschen mit der Fernbedienung rumgespielt. Da kann man tatsächlich eben in 10 Stufen die Geschwindigkeit des Ventilators einstellen, sowohl für Luft raus als auch für Luft rein. Und man kann eine Wunschraumtemperatur einstellen. Und sobald es eben im Camper wärmer wird als die voreingestellte Temperatur, springt er an, geht auf und saugt die warme Luft raus. Richtig, richtig cool. Wir können das Teil auf jeden Fall empfehlen. Aber wie das dann immer ist, alles Gute hat auch seinen Preis. Auch der Max-Fan ist nicht so super günstig. Die UVP liegt bei 429 Euro. Ihn gibt es immer mal wieder günstiger. Wir haben ihn auch günstiger gefunden bei Heatsys für 349. Und es gibt eben noch ein paar andere Anbieter. Wir stellen euch unten ein paar Links rein und dann könnt ihr einfach mal schauen, weil die Preise schwanken sehr, je nach Verfügbarkeit. Ist natürlich ein begehrtes Produkt und müsst ihr einfach mal schauen, was ihr da für einen Preis findet. Aber wie auch immer, wir können das Teil auf jeden Fall empfehlen. Und der Einbau ist auch kein Hexenwerk. Das ist, was wir hier euch zeigen wollten. Das kann wirklich jeder selber machen. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das ziemlich sicher auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen hoch, wenn ihr ein paar nützliche Infos mitnehmen konntet. Abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr keine neuen Videos mehr von uns verpassen wollt. Wir gehen jetzt wieder auf Reisen mit dem neuen Max-Fan und zwar in den Süden. In Richtung Frankreich und Spanien werden wir aufbrechen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne wieder rein. Dieses Video beende ich jetzt hier aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.